Ja, Herr Präsident, Herr Bundesrat, Herr Regierungsrat, Herr Ständerat, Herr Präsident von der Schweizerischen Partei, der gehört das schon, ich rede ja lauter, auch wenn er noch nicht da ist. Meine Damen und Herren aus dem kantonalen und eidgenössischen Parlament, aus der Exekutive und der Judikative, Gemeindepräsidenten und Gemeinderäte, sehr verehrte Vertreter der Armee, Schulbehörden, Mitglieder, Freunde und Gäste der Zürcher SVP, Mesdames et Messieurs de la Suisse romande, cari amici della Svizzera italiana, cari amici, cari amici della Svizzera romance, liebe Frauen und Männer. Der traditionelle Albis-Gürtli-Tag, der sagt, man muss Anfangsjahr eine Standortbestimmung vornehmen. Das ist überhaupt im Leben wichtig, dauernde Standortbestimmungen machen. Wo stehe ich eigentlich? Wo gehen wir hin und wo kommen wir her? Und traditionell ist es, dass am Albis-Gürtli-Tag das immer ein Vertreter macht, von dieser Partei, die sich leider noch bald als einzige Partei voll und ganz für die Schweiz und die Schweizer einsetzt. Das sind wir. Und ich stehe vor Ihnen als Vertreter von dieser Partei. Und wir laden Bundespräsident oder Bundespräsidentinnen ein, um auch eine Standortbestimmung vorzunehmen und zu sagen, wie sie es gesehen haben, von der Regierung aus. Und in der Regel, die, die ein bisschen Mut haben, kommen auch. Und jedem Bundespräsident und jeder Bundespräsidentin, die da war, hat mir immer noch gesagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm, wie man mir gesagt hat, da im Albis-Gürtli. Das ist ja eine schöne Veranstaltung. Mal, das hat man noch Vergnügen gemacht. Leider kommt mir die schöne Erfahrung und die Freude der Frau Bundespräsidentin Doris Leuthard heute Abend nicht machen. Ja, sie hat sich schon wie beim letzten Mal, wo sie Bundespräsident war, gesagt, ich habe keine Zeit. Hört, ich habe so viel Besuch von ausländischen Gästen und so viele Treffen. Ich habe leider keine Zeit. Für die 1250 Schweizer, die da sind, nein, da hat sie begrifflicherweise keine Zeit. Ja, das begreifen wir ja auch. Umso mehr freuen wir uns, dass einer von unseren beiden Bundesräten, der Bundesrat Ueli Maurer, heute Abend das übernimmt. Also wir können sagen, wir sind heute so stark, wir sind auf andere gar nicht mehr angewiesen. Aber an sich müsste ja da schon eine Bundespräsidentin machen. In dem nächsten Jahr ist sie ja an der Spitze der Regierung. Und weil sie jetzt nicht da ist und uns das nicht sagen kann, habe ich den ersten Teil meiner Rede überschrieben: Dialog mit deiner Abwesenden. Ja, ich rede jetzt halt mal mit einer Abwesenden. Und schauen Sie, was hat sie gesagt für das Jahr 2017? Kurz vor der Weihnacht, seine Unabhängigkeit kann man nur wahren, wenn man sich eine Schicht Teflon wachsen lässt. Hat gedacht, ja, das ist gut. Hoffentlich gilt das für den Bundesrat, wenn er auf Brüssel geht. Und wenn er da alle die Befehle entgegennehmen sollte, so wird sie richtig voll Teflon. Es läuft alles ab. Aber nein, leider hat sie es nur von sich gemeint. Und heute Abend, wenn wir nicht über Teflon Doris reden, heute reden wir über die Schweiz. Und in einem weiteren Interview hat Frau Präsidentin gesagt, als Programmpunkt, Frau Merkel ist meine Konstante. Sie bringt Stabilität in Europa. Bei aller Ehre gegenüber der Frau Merkel. Welche Stabilität meint sie echt? Meint sie echt das, dass Frau Merkel plötzlich gesagt hat,
Wir können alle einladen, sagen alle willkommen da. Plötzlich sind eine Million gekommen, dann haben sie noch gesagt, Flüchtling. Dann hat sie noch gesagt, wir schaffen das. Und kaum sind sie da gewesen, hat sie gesagt, man müsste auf alle Länder verteilen. Unter anderem auch die Schweiz, die nicht einmal Mitglied ist von der EU. Und ich kann Ihnen sagen, die Bundesrätin, die hier zu ihr gegangen ist, wo sie gesagt hat, ihr müsst so und so viel aufnehmen, so eine Quote, die hatte keine Teflonschicht gehabt. Die hat sofort gesagt, das machen wir. Und mir hat in Brüssel gesagt, sie, das ist ja noch grossartig, die Schweiz ist das einzige Land, wo die Quoten aufgenommen hat oder noch aufnimmt, was sie müssen. Alle anderen haben sich nicht dran gehalten. Sie sehen, ein bisschen Teflon wäre halt schon nicht schlecht. Und wenn Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Ich habe gemeint, sie meine, die Deutschen sagen das mit wir. Aber wenn natürlich komm, hast du es gemacht, dann sagst du alle anderen auch, redet ihr plötzlich für die Schweiz, weil wir ja so, wie wir die ja aufnehmen. Sie hat mit wir auch uns gemeint. Meine Damen und Herren, jetzt fangen ausländische Staatschefs auch noch für die Schweiz schnurren. Das wird nicht gut. Und wir müssen Frau Bundesrätin sagen, sie soll es doch mit dem Volksspruch haben, mit der Volksweisheit. Was willst du in die Ferne schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Konstante musst doch nicht auf Berlin und auf Brüssel und weiss ich, wo suchen. Das liegt ja bei ihr vor der Haustür im Bundeshaus. Sie hat sogar schriftlich. Die Konstante ist das eigene Haus, ist Schweizer Haus. Und was ist es dort? Es ist einfach zu sehen. Gerade in dieser turbulenten Zeit, sie können ja die Welt raus schauen, was da läuft. Das Gute ist verankert in der schweizerischen Verfassung. Vor einer Stunde ist der neue amerikanische Präsident vereidigt worden. Was muss der machen, der Präsident? Er muss auf die amerikanische Verfassung schwören. Wir haben auch eine. Unsere Leute haben auch geschworen auf die. Dort ist doch alles drin. An das muss man sich halten, nicht an Frau Merkel, nicht an die EU, nicht an andere Städte. Die kann man alle ehren, aber für uns gilt die schweizerische Unabhängigkeit, die schweizerische Verfassung, meine Damen und Herren, wo die Konstante drin liegt, wo unser Land stark gemacht hat. Das kleine Ländli da, wo ja an sich schwach ist, wirtschaftlich arm ist, ist ja nichts da, hat keine Bodenschätze und kein Meeranschluss und nichts. Eine unmögliche Topografie für wirtschaftliche Tätigkeiten und weiss ich was alles. Ist doch gesund, darf sich sehen lassen. Hat man auf jeden Fall weniger schlecht als vielen anderen grossen Ländern. Und die Verfassung sagt, seit wir die Bundesverfassung haben, aber seit 700 Jahren schon, seit dem Rütischwur. Wir wollen in diesem Land selber bestimmen. In diesem Land haben wir das Sagen und niemand sonst. Wir wollen keine fremden Richter haben, gilt seit 1291. Und mit dem sind wir gut gefahren. Immer wenn die Eidgenossenschaft daneben ist, ist es schlecht gegangen. Und seit 1848 gilt in der Verfassung die Volksherrschaft und nicht Politikerherrschaft. Das ist der besondere Fall der Schweiz. Das ist der Sonderfall der Schweiz. Das ist ein prächtiger Sonderfall. Das ist das einzige Land der Welt, wo die Bürger nicht nur Politiker wählen, sondern auch Gesetze bestimmen. In der Verfassung, Volk und Kantone müssen zustimmen. Gesetz ist in der Hand vom Volksmeer. Sie würden sagen, aber letztlich gesagt, ja, das ist ja alles selbstverständlich. Ja, ja. Es sollte selbstverständlich sein, aber meine Damen und Herren, es ist alarmierend.
Die grossen Staatshäuser sind leider gefährdet. Wie noch nie seit 1848. Nicht von außen, sondern von innen. Die Staatsgewalten, die gewählt sind, in Bern um ihre Arbeit zu machen und die geschworen haben auf die Verfassung, die Verfassung und Gesetze zu beachten, die verletzen die Verfassung und zwar kaltblütig. Ja, meine Damen und Herren, wir haben Grund, um uns zu wehren. Der Präsident hat gesagt, standhaft bleiben. Und das gilt auch, wenn wir alleine sind. Die Entmachtung der Bürger, ich muss es ernsthaft Ihnen sagen, ist in vollem Gang. Fängt im Bundesrat an. Wir müssen nicht in den Bundesratszimmer hineinhocken und schauen. Wir müssen nicht der Frau Sommaru gehen und dem Herrn Burkhalter gegenüber sitzen. Aber wir wissen, dass dort die Unabhängigkeit nicht mehr gewahrt wird und die direkte Demokratie auch nicht. Nein, meine Damen und Herren, das Jahr 2017, muss ja von der Unabhängigkeit werden für uns. Das ist das Allerwichtigste. Wenn wir die Preis geben, können wir nicht mehr handeln. Es gilt, den Sonderfall Schweiz zu verteidigen. Ich habe vor ein paar Jahren in der Albis Gütli den Titel gehabt, Widerstand oder Anpassung. Das Jahr sage ich Ihnen, Widerstand. Widerstand müssen wir leisten. Schauen Sie, in diesem Jahr ist unsere Partei 100-jährig. Wir sind gegründet worden 1917. Und schon damals hat die Partei, wir sind ja alle bei den Radikalen gewesen, bei den Freisinnigen. Wir sind miteinander Gründungsväter von dieser Bundesverfassung. Wir haben uns getrennt von ihnen im 17., weil, wie die Gründer geschrieben haben, bei den Roten und bei den eigenen Bürgerlichen ist der Wille zur Wahrung der Unabhängigkeit zweifelhaft worden. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Heute ist es mehr als zweifelhaft. Der 100-jährige Kampf der Zürcher SVP hat auch damals der gefährdeten Unabhängigkeit und der gefährdeten Demokratie gegolten. Und der Parteigründer, da der Unterländer Knecht, Fuhrknecht war er, der Fritz Popp, der nicht in der Schule gelernt hat, lesen und schreiben, der musste im kleinen Kämmerli, hat nicht einmal eine Heizung gehabt, hat sich den autodidaktisch für ihn geschaffen, ist nachher Redakteur geworden, ist Nationalrat geworden und hatte so einen Zorn gehabt, dass er jedes Mal das Sitzungsgeld auf Bern zurückgeschickt hat. Und wisst ihr, was der gesagt hat? Unserem Land drohte nicht dann die größte Gefahr, wenn Kanonenschlünde seine Grenzen bedrohten, sondern dann, wenn ausländische Staatsleute unsere Politiker in ein Übermaß von Liebenswürdigkeit verstricken. Dann wie nie, meine Damen und Herren, dann wie nie gilt für uns, betet freie Schweizer, betet. Das war der Fritz Popp, ja? Und darum müssen wir aufpassen, dass man sich da nicht von diesen Ausländischen... Das sind ja auch rechte Leute. Aber die sind nicht der geeignet, um uns hier zu verstricken und nachher in der Schweiz wieder zu sagen. Wir können uns allein regieren. Das können wir. Wir vertrauen auf den Bürger. Ich weiß gar nicht, warum man sich faszinieren lässt und da, wo die Führer lässt, von diesen beiden fröhlichen Alkoholikern, Juncker und der Trunk, der Parlamentspräsident. Das kann ich also wirklich nicht verstehen. Meine Damen und Herren,
Aber bei unserer Bundespräsidentin hat beruhigend festgestellt, einen Elite-Volk-Konflikt haben wir nicht. Wir sind alle das Volk. Hey, das tönt jetzt schön harmonisch. Nein, das tönt ja fast, wenn wir alle Mitglied wären vom Cäcilienchörli zum Meeresschwand. Aber schauen Sie, leider ist der Alltag anders. Es ist nicht so. Es sieht vielleicht von dort oben so aus. Ja, wenn man wieder Elite ist, sagt man, es gibt nie einen Graben, oder? Weil nur noch da siehst auf deiner eigenen Seite. Aber an einem Ort, wo die sogenannte Elite, der Bürger, Gesetzgebungskompetenz wegnimmt, ist doch das ein Graben, also grösser könnte er nicht mehr sein. Nein, liebe Frauen und Männer, es geht nicht an, dass die Elite versucht, Machtverhältnisse in unserem Staat umzudrehen. Geht nicht, dürfen wir nicht zulassen. Es ist auch nicht so, dass bei uns, das hat Frau damalige Bundespräsident Sumaruga im Albisgütli gesagt, sie hat gesagt, ja, es ist halt schön in der Schweiz, dass das Volk auch überall mitreden kann. Sie, es ist ja schön, dass sie sagt, wir können mitreden. Die Verfassung sieht vor, dass das Volk die höchste entscheidende Instanz ist und nicht nur mittritt, sondern entscheidet. Und die Politiker, die gewählt sind, haben das gemacht, was das Volk sagt. Und wenn das Volk etwas sagt, was sie findet, das kann man nicht umsetzen und nicht machen, dann muss halt andere hinlassen, die es machen. Und das beruhigt auch nicht, wenn Frau Bundespräsidentin, das sind alles Erklärungen, die sie abgegeben haben, wo sie da natürlich dann würde sagen, wenn sie da gewesen wäre. Aber dann schauen wir halt das schriftlich schauen, aber sie wird dann schon vernehmen, was wir gesagt haben. Wenn sie tröstend sagt, mein Ziel für 2017 ist, in den Beziehungen zur EU wieder zur Normalität zu finden. Ja, was ist denn normal bei den Beziehungen? Und wer bestimmt, was normal ist? Wer ist da der Abnormal? Bis heute ist es normal gewesen in diesem Land und auch verfassungsmäßig abgegründet, dass man mit allen Ländern der Welt freundschaftliche Beziehungen hat. Auf dem Boden der Neutralität. Wir mischen uns nicht in Kriege. Neutralität ist fest verankert und verwurzelt. Darum können wir mit allen reden. Auch mit der EU. Und wenn man einmal ein Problem hat mit dem Staat, dann versuchen wir, einen Vertrag zu machen. Heute sagen sie dem einen bilateralen Vertrag. Das ist einfach ein Vertrag zwischen zwei Kreisen. Das ist das Normale. Bilateral ist natürlich das Fremdwort, das ist natürlich viel besser als zweiseitig. Und wenn man sich nicht einig wird, macht man halt keinen. Aber etwas hat man gesagt, in der ganzen Schweizer Geschichte, in den letzten 170 Jahren, nie einen Vertrag machen, der unsere Souveränität untergrabt oder beseitigt. Unsere Handlungsfreiheit nicht preisgeben. Wir wollen selber bestimmen. Achtung und respektieren von beiden Interessen auf beiden Seiten. Das ist normal. Und das sind normale Verhältnisse mit anderen Staaten, aber auch mit der EU. Meine Damen und Herren, aber der Satz von der Frau Leut, das ist dann nicht fertig. Sie will für normale Verhältnisse sorgen. Sondern sie hängt gerade hinten an. Darum muss man früher oder später einen Rahmenvertrag mit institutioneller Bindung abschliessen. Jetzt ist die Katze draußen, meine Damen und Herren. Merken Sie etwas? Ja, da kannst du schon normalisieren, wenn du die Schweiz verkaufst. Da gibt es auch keinen Konflikt mehr, wenn es ja nur noch eine Partei ist. Normal war auch bis vor kurzem in der Schweiz,
dass die Regierenden den Volkswillen achten. Haben ja einen Schwur darauf geleistet. Das wäre auch normal. Aber nein, man kümmert sich nicht um die Normalität, sondern eben, wie die Frau Bundespräsidentin erklärt, für etwas anderes, nämlich für das Gegenteil. Früher oder später ein institutionelles Abkommen. Wissen Sie, was das heisst? Das heisst, wir sollten einen Vertrag unterschreiben, wo die EU Gesetze erlässt für die Schweiz, ohne dass die Schweiz etwas zu sagen hat, ohne dass das Volk kann entscheiden kann, ohne dass das Volk das Gegenteil kann entscheiden kann. Merken Sie etwas? Institutionelle Bindung. Und wenn es Streit gibt, entscheidet fremde Richter, nämlich der EU-Gerichtshof. Wir gehen zu den Händen aus unsere Souveränität mit dem Vertrag und wir gehen zu den Händen aus die eigenen Richter und akzeptieren fremde Richter. Meine Damen und Herren, das soll 2017 passieren. Es ist im Programm vom Bundesrat, dass man das 2017 macht. Und Frau Bundespräsidentin hat erklärt, das gehört zu dem Ziel, zu der Normalisierung. Meine Damen und Herren, wenn das kommt, gute Nacht, schweizerische Unabhängigkeit. Gute Nacht, schweizerische Selbstbestimmung. Gute Nacht, unsere wertvolle Volksrecht. Gute Nacht mit dem guten Zustand der Schweiz. Glauben Sie, die da aussen machen noch ein Gesetz, wo für unser Land gut sind? Wir sollten die das wissen. Gute Nacht Freiheit. Gute Nacht Stimmrecht für Schweizer. Das sollten wir machen. Gute Nacht mit den alten Devisen. Ich weiß gar nicht, dass man das in unserem Land nicht merkt. Wir sind die Mehrheit vom Parlament, mit Ausnahme der SVP, hat dem Verhandlungsmandat zugestimmt und hat gesagt, man soll das unterschreiben. Nein, meine Damen und Herren, auf diese Normalität können wir verzichten. Lieber auch einen Konflikt mit der EU leben, als die Schweiz preisgeben. Das macht man doch nicht. Ich glaube auch, wir führen den, wenn wir den Kampf führen, und den, das ist der wichtigste Kampf, ich glaube, meine Damen und Herren, den gewinnen wir. Das Schweizer Volk wird nicht bereit sein, darauf zu verzichten. Und es ist ja selbstverständlich, so ein Vertrag, der noch über alle Verfassung steht, müssen wir ja ein obligatorisches Referendum unterstellen. Das muss so sein. Dann müssen ja Volk und Stände zustimmen. Ich höre schon, was in der Verwaltungsstube da unter diesen Winkeljuristen in der Verwaltung zusammengebastelt wird. Die suchen die Begründung, warum es nicht ein obligatorisches Referendum unterstellen. Und wisst ihr also, ich finde es immer einen Grund, um etwas zu machen, das nicht in der Ordnung ist. Ja, ich weiss das, ich bin ja selber Jurist. Da wird irgendeiner sagen, ja, das ist ein Vertrag und der Vertrag ist ein Staatsvertrag und der ist kündbar und da tut man ein und so weiter. Da wird es Gründe und Gründe und Gründe. Aber ich muss Ihnen sagen, ein Vertrag, der über der Verfassung steht, muss erst recht dem obligatorischen Referendum unterstellen. Es ist nämlich ein gleicher Vertrag wie der im EWR, den wir 1992 abgelehnt haben. Da haben Bundesrat und Parlament noch still gehabt. Sie haben es wenigstens im obligatorischen Referendum unterstellt. Und wenn man das nicht macht, dann drücken wir die Kantone in die Ecke. Die haben nichts mehr zu sagen. Sie werden aber auch sehen, beim heutigen Zustand vom Ständerat, die stimmen dem dann auch noch zu. Die lassen ihre Kantone auch noch fallen. Dann sind die Kantone in der Entscheidung draussen für einen Vertrag, wo die Gesetzeskompetenz nicht mehr beim Schweizer Volk liegt. Nein, das ist ein perfekter Staatsstreich. O tempora, o mores,
hat man in der Notzeit ausgerufen im römischen Parlament vor dem Untergang vom römischen Reich. Oh, welche Seiten, Schweizer Volk, verwachet. Wir müssen schauen, dass die es noch nicht sehen und nicht wollen, dass die es merken. Meine Damen und Herren, das Abkommen liegt dann fix und fertig ausgehandelt. In der EU liegt es auf dem Tisch. In Bern liegt es noch in verschlossenen Schubladen, damit wir nicht sehen, was drinsteht. Ich gehe immer auf Brüssel schauen, wenn ich wissen will, was in Bern ist. Aber der Bundesrat hat bis jetzt noch nicht wollen, dass dem Schweizer Volk vorlegen. Es wäre schon lampenrat. Er hat Angst vor einem störrischen, freiheitsliebenden Volk. Und er hat Angst, das Volk sagt Nein. Und er merkt, da gibt es eine Partei, die führt den Kampf unerbittlich. Und das muss er so bleiben. Schön wär's, wenn er für alle Zeiten würde sagen, man versorgt das Zeug, verschnetzelt es und geht mit einer Teflonschicht auf Brüssel und sagt in Brüssel, wir unterschreiben es nicht. Schauen Sie, meine Damen und Herren, 2016, der Parteipräsident Lang hat es gesagt, 2016, das ist ein Verfassungsbruch passiert. Und das habe ich habe es untersucht. Seit 1848 haben wir eine solche Situation noch gar nie gehabt. Noch nie gehabt. Das Volk und Stände ein Verfassungsartikel gut heisst und der Verfassungsartikel kein Buchstaben erfüllt wird. Man macht irgendein Gesetz, das nichts zu tun hat mit der Zuwanderung, nichts zu tun hat mit der Steuerung der Zuwanderung, wenn man beschlossen hat, nichts zu tun hat mit der Höchstgrenze, Kontingent, Inländer, Vorrang, alles nichts. Sondern etwas ganz anderes, nämlich wenn du jemanden einstellst, musst du noch bei der Arbeitsvermittlungsstelle fragen und zuerst drei anhören, bevor du den anderen anstellst. Und die können sich auch alle Europäer melden. Und dann sagt man, das haben wir jetzt erfüllt. Also es ist ja wirklich interessant. Die hätten eben so gut können ein Gesetz machen über den Nährstoffgehalt vom Süßmust und sagen, jetzt haben wir den Verfassungsartikel erfüllt. Dem sagen wir jetzt Inlandvorrang leid. Aber so offen und so dreist, bösartig, meine Damen und Herren, das ist nicht nur Unfähigkeit, das ist Bösartigkeit, hat man die Verfassung noch nie verletzt. Und was traurig ist, es spannen jetzt alle drei Regierungsgewalten, die unter dem Volk stehen, zusammen. Die Regierung, der Bundesrat, er müsste am 9. Februar eine Verordnung machen, weil das nicht erfüllt ist, das steht auch in diesem Verfassungsartikel drin. Hat auch, kaum hat man da im 2014 abgestimmt gehabt, Sonntagabend, müsst ihr mal schauen, was dort Frau Leuthard gesagt hat. Selbstverständlich wird jetzt sofort dieser Artikel umgesetzt. 3 Jahre lang haben sie gesagt, er wird umgesetzt. Nein, nicht 3 Jahre lang, nur bis zu den Wahlen haben sie es gesagt, 2015. Und das Jahr haben sie es nicht mehr so laut gesagt. Aber immer gesagt, das ist auch umgesetzt. Das Parlament und das Bundesgericht. Das Bundesgericht hat beschlossen, ganz eine neue Marschrichtung. Das erste Mal, seit wir die Bundesverfassung haben, das allgemeine internationale Recht steht über dem Schweizer Recht. Ihr könnt beschliessen in Bezug auf Personenfreizügigkeit, wann ihr wollt. Wir werden es nicht anerkennen, das internationale Recht geht vor. Sieh, das ist ein Staatsstreich besonderer Art. Das ist die Abschaffung vom Rechtsstaat. Wir können es nicht ernst genug sagen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Verfassung
über allem steht. Auch über dem internationalen Recht. Und wenn man das internationale Recht will, als Schweizer Recht nehmen, muss man es zuerst in die Verfassung tun. Und dann kann das Schweizer Volk darüber abstimmen. Darum, meine Damen und Herren, müssen wir die Selbstbestimmungsinitiative, die wir gemacht haben, die da wieder ordentliche Verhältnisse bringt, gutheissen. Es ist nicht, dass wir etwas Neues machen. Wir wollen das machen, was in der Schweiz gegolten hat, bis 2015 und das Bundesgericht gekehrt hat. Und für das sind wir da. Schauen Sie die verheerenden Folgen von dem, dass das Schweizer Volk nachher nichts mehr zu sagen hat, an allen Ecken und Enden. Das merkt man im Alltag nicht gerade sofort. Das kommt immer mehr. Ja gut, bei der Personenfreizügigkeit merken es die Leute jetzt schon ein bisschen besser. Und viele Leute, meine Damen und Herren, auch Sie, die da hinten sind natürlich, SVPler, Freunde der SVP, besorgte Bürger, die sagen ja, aber das Establishment, das das macht, ist ja hure gut eingebettet. Bei allen anderen Parteien, bei den Wirtschaftsverbänden, das ist nicht die Wirtschaft, das sind die Verbände, das ist nicht das Gleiche. Bei den Gewerkschaften, bei den Mainstream-Medien, bei den Sozialisten, den Liberalen, den Anständigen, den Moralisten, den guten Menschen und so weiter. Uferlos sind die eingebettet. Und auf der Seite der Mehrheit vom Volk, wer steht denn dort? Das Establish sagt, ja, das sind die Unwissenden, die Dummen, die Benachteiligten, Modernisierungsverlierer, die Unanständigen, die Stillosen, Populisten, Nationalkonservativen und natürlich die Schweizerische Volkspartei. Und denen kannst du ja nie zustimmen, weil die verteidigen ja noch die Säule der Schweiz und die wollen ja die anderen nicht mehr. Schauen Sie, es ist nicht eine Sache von gescheit oder dumm, es ist ganz plump von verschiedenen Interessen. Die Kreise, die werden auch, wenn man die Volksstimme eliminiert, werden die noch gute Pöschli haben und bessere. Weil das Volk kontrolliert nachher Politiker nicht mehr. Das Volk kontrolliert Politiker nicht mehr. Und dann machen sie, was sie wollen. Und die anderen im Sog auch. Das Interesse von denen ist eben nicht das von den anderen. Von den einfachen Bürgerinnen, Bürgern, Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellten, Gewerber, Bauern, selbstständige Unternehmer. Die haben andere Interessen. Und die bauen auf Bürger und sagen, es ist auch gleich besser, wenn wir sagen können, wie viel Steuern das wir zahlen. Wenn wir sagen können, ob wir in die EU wollen oder nicht. Wenn das Volk nicht gewesen wäre, wären wir in der EU. Habt ihr gesehen, in dem Salat drin? Auch wenn heute 80% dagegen sind. Dortmal haben die Politiker das beschlossen. Und die hocken nachher in ihren Staatssessel rein und leben von den Steuergeldern, bis der Sargdeckel zugeht. Und zahlen müssen sie die anderen. Wir, die Dummen, meine Damen und Herren, und wir vertreten die Dummen. Ich bin stolz. Schauen Sie, die Verfassung ist wichtig. Haben Sie gesagt, habe ich hier gefahren wie im Auto, habe ich gehört, was eigentlich der Schwur ist, den der amerikanische Präsident muss leisten. Hat auch der Trump, der ja gerne macht, was er will, der hat wörtlich den Schwur geleistet auf die Verfassung. Und wir in diesem urdemokratischen Land, dem freiheitlichen Land. Wir haben Politiker, die die Verfassung verletzen und die auf die Verfassung spotten. Die Verfassung wird nicht mehr ernst genommen. Und das Wichtigste ist, ich sage es immer wieder,
Was immer wieder sagen, schauen Sie, die Wahrheit können Sie nicht genug betonen, wenn der irgendwo aus der Wahrheit immer das Gegenteil macht. Es ist Volk, es ist der Souverän, Volk und Stände, die es sagen haben, und nicht die anderen. Und das ist die Wurzel, das ist die Ursache von Frieden, Wohlergehen und Lebensqualität in diesem Land. Wir haben nicht die besseren Politiker als andere Länder. Wir sind auch nicht bessere Leute als andere Länder. Aber wir haben ein besseres System. Ein System, wo man auf Bürger baut, der Bürger vertraut, ein grösseres Vertrauen hat als in den Diktator, ein grösseres Vertrauen als in Politiker. Und wir haben eine gute Erfahrung gemacht. Und nur wegen der direkten Demokratie hat die Schweiz Problematik von den zu hohen Steuern und Abgaben nach Hand. Wieso meinen Sie, warum wir nur 8% Mehrwertsteuer haben und hier in der EU über 20%? Warum nicht? Nicht, weil die Politiker entweder Tiefe haben. Nicht, wenn es um die ging, hätten wir schon lange 20%. Das Volk und die Stände haben Nein gesagt. Man kann kein Promille Mehrwertsteuer erhöhen, ohne dass die an die Turnen säckeln und sagen Ja oder Nein. Und von dem haben Politiker zu Bern Angst. Staatsverschuldung. Schauen Sie mal unsere Amt, die anderen. Nicht, weil wir bessere Politiker haben. Aber das Schweizer Volk hat mit 75% und mit allen Kantonen gesagt, wir wollen eine Schuldenbremse. Suchen Sie einen Staat da, die Vorbildstaaten, wo das Volk nichts zu sagen haben. Das Volk hat eben das Problem von der EU vorne anerkannt. Jetzt war ein Tory-Abgeordneter von England bei mir, der hat gesagt, ja, jetzt haben wir es auch geschaffen, seht ihr, jetzt sind wir auch wieder frei mit dem Brexit. Da habe ich gesagt, ja, es ist wunderbar, nur müssen Sie sehen, die Schweizer Bürger haben das 25 Jahre vor den Engländern gemerkt. Das Riesenproblem von der Zuwanderung, von der Massenzuwanderung, muss ich Ihnen sagen, das ist ein Problem auf der ganzen Welt, von der ganzen westlichen Welt. Sie können schauen, wie sie wollen. Wenn Sie mal hören, was da in Davos jetzt da verzapft wird. Die Besorgnis alle, und Populisten kommen. Alle sagen, Personenfreizügigkeit ist das Problem. Beim Brexit ist das im Vordergrund gestanden. Das sind schon die verfassungsmäßige Souveränität auch, aber hinten dran für die einfachen Leute gesagt, wir wollen wieder die Migration selber bestimmen. In Frankreich genau das gleiche Problem. In Italien, in Deutschland, in Amerika. Der Trump hat gesagt, wir müssen einen Bauer bauen zu Mexiko. Dem hat er wollen sagen, ich mache etwas gegen die Migration. Wir haben das Problem viel früher in die Hand genommen. Wir haben es zu einer Volksabstimmung gebracht. Und das Volk hat gesagt, fertig mit dieser Personenfreizügigkeit. Nur etwas haben wir noch. Leute, die gewählt haben und einen Schwur geleistet haben, und das, was das Volk beschlossen hat, nicht durchführt. Vor dieser Voraussetzung stehen wir. Ich werde noch darauf zurückkommen, was wir dann machen. Wer hat bei uns den Schein Asylantentum voran gemerkt? Deutschland sagt uns, ihr habt das Asylgesetz 2006 gemacht, weil wir das Volk hatten, das nachher dem zugestimmt hat. Ich war ja der Bundesrat, der es gemacht hat. Darum haben wir eine bessere Ahnung als wir. Aber wir haben auch Politiker, die bessere Ahnung nicht durchführen. Das ist natürlich, es liegt immer da. Es nützt ja nichts, dass man gut beschließt, wenn es die anderen nicht machen. Wer hat den Islamismus früh entdeckt in der Schweiz? Wissen Sie, das Minarettverbot ist vom Volk beschlossen worden. Ja, hat man da gesagt, da gibt es ja Katastrophe. Ja, woher? Es gibt eine klare Grenze. Wir dulden keine Machtgebäude, wo der Islamismus nach Hause treibt. Das wollen wir nicht. Und das Volk hat gesagt, das wollen wir nicht. Und da müssen nicht andere kommen und sagen, ja, das darf man eigentlich nicht machen. Dank der direkten Demokratie sind wir Schweizer den anderen Staaten weit voraus. Und es ist kein Zufall, meine Damen und Herren, bei den allermeisten Sachen, die ich aufzählt habe, nein, bei allen, ist die SVP vorangegangen. Die SVP hat den Antrag gestellt dem Volk,
Dem sollt ihr zustimmen. Und sie haben es gemacht. Wir sind voraus und die anderen sind hinten drin. Das sind Hinterwäldner Parteien, die das nicht sehen. Und schauen Sie, ich komme ja viel in die Welt um und bin als Exporteur, als Unternehmer die ganze Welt umgekommen, immer wieder. Überall wird die Schweiz bewundert. Also, als ich Bundesrat war, musste ich mit Kreis verkehren, wo es etwas anders war. Aber es sind halt dieselben unter sich, oder? Aber überall, ihr habt es gut, ihr könnt abstimmen. Ihr habt ja viel bessere Verhältnisse. Bei euch geht es ja viel besser. Das ist auch nichts Neues. Schon 1848 kennt die europäischen Staaten, das sind ja da alles Diktaturen gewesen, die haben die Schweiz gewarnt, eine freiheitliche Bundesverfassung zu machen. Haben sogar gedroht mit dem Einmarsch von der Armee. Aber die freiheitsliebenden Bevölkerungen, die freiheitsliebenden Leute in Europa, die haben von einer Lawine der Freiheit geredet, die von der Schweiz ausgeht. Ein deutscher Dichter hat dort mal gesagt, sie rollt, er meint die Lawine der Freiheit, sie rollt, sie springt, o Lombardei, bald fühlst auch du ihr Wälzen. Ungarn und Polen macht sie frei, durch Deutschland dröhnen wird ihr Schrei, kein Bandstrahl kann sie schmelzen. Was weiter wird, noch harren wir, doch wird's die Freiheit werden, die Freiheit dort, die Freiheit hier, die Freiheit jetzt und für, die Freiheit rings auf Erden, meine Damen und Herren, und der Ursprung von dieser Lawine von der Freiheit, den lassen wir uns nicht kaputt machen, meine Damen und Herren. Aber wissen Sie nicht, dass wir nicht die anderen das nicht sehen, den Wert von unserer Verfassung? Sie sollten mal hören, was im Wahljahr alles gesagt worden ist über die wunderbare Verfassung. Hey, zum Beispiel hat der SP-Präsident, der Herr Löwra, im Wahljahr, einen Monat vor der Wahl, in Thurgi, im Kanton Aargau, gesagt, es geht darum, die am 12. Dezember 1848 mit der ersten Bundesverfassung entstandene demokratische Verfassung zu verteidigen. Bravo. Nur hat das genau angedauert, 3 Monate. Dann sind die Wahlen vorbei gewesen. Und dann hat man alles gemacht, um die Verfassung zu verletzen. Gut. Und wisst ihr, er ist wieder mal rot geworden, als er es gesagt hat. Gut, der ist ja schon rot, der kann ja nicht noch rot werden. Aber. Wisst ihr, die Sozialisten sind noch nie verfassungstreu gewesen. Das sind ja heute noch die Internationale da ihren Parteitag. Aber wir haben genug. Sie wollen uns dauernd den Klotz zum Sack ausziehen und jetzt wollen sie den Leuten das Stimmrecht wegnehmen. Das ist der Hintergrund. Aber sind ja Sozi. Mehr beunruhigt sind wir als eine andere Partei, meine Damen und Herren, die uns eigentlich nachsteht. Die Freisinnigen. Da nicht nur mitmachen, sondern mindestens in den letzten Monaten voranmarschiert sind. Noch als Fahnenträger. Es ist unbegreiflich. Mit uns zusammen, ich sage es nochmals, wir sind Gründerväter von dieser freiheitlichen Bundesverfassung. Und in den Sonntagsreden sagen die Freisinnigen, wir sind Gründungsväter gewesen, das stimmt auch. Wir haben dann uns getrennt von denen, vor 100 Jahren. Aber wir müssen mit den Freisinnigen gleich nicht sein, wissen Sie. Im Grunde genommen sind die Freisinnigen unsere Grosseltern. Sie sind einfach ein bisschen stehen geblieben und das ist manchmal so im Leben. Die anderen gehen dann weiter. Aber meine Damen und Herren,
eins gilt. Nicht Lukla. Nicht Lukla gewöhnt ist eine alte Volksweisheit. Und das ist unangenehm. Also die Politiker hier in unserer Reihe, die auch nach Pöste schielen. Wir haben das so, die geht jeder Partei. Die können da nicht mitmachen. Aber die können wir auch nicht brauchen. Wir brauchen Leute, die stehen und die eben die Beschimpfungen auf sich nehmen. Und ich habe letztens ein paar so verzweifelten SVPler gesagt, hört mal, es kann doch nicht sein, dass wir von denen, die die Schweiz abschaffen wollen, noch gerühmt werden. Da hast du ja einen Fehler gemacht. Wir müssen kritisiert werden von denen, dass man sieht, wir sind auf dem rechten Weg. Und heute, es macht auch nichts. Kaputt machen könnt ihr uns nicht. Also wenn ihr uns kaputt machen könnt, wäre es schon lange kaputt. Ich kenne das seit 30 Jahren, da die Anhöderei. Und es ist auch gleich die Ehrentitel, die du bekommst, Populist und Nationalkonservativen und weiss eine Polderi bei mir, eine Polderi und so. Das läuft doch da ab. Wir brauchen gar kein Teflon. Bei uns läuft es bei den natürlichen Haut schon ab. Und wenn sie es nicht sagen, müssen sie, also bei mir ist es einmal so, wenn die einen Monat lang nicht mehr über mich geschumpft haben, mir die Schuhe in den Arsch gehen, dann habe ich Entzugserscheinungen, nur dass sie es wissen. So, und schauen Sie, was heisst nicht Lukla, zum Beispiel jetzt bei der Personenfreizügigkeit. Das Prinzip ist ein falsches. Das merkt man auf der ganzen Welt. Das Prinzip ist ein falsches. Das muss unterbunden werden. Das muss für die Schweiz verboten werden. Es reicht nicht nur, den Vertrag zu gründen. An dem arbeiten wir. Und im Juni werden wir eine Volksinitiative beschließen, die den Inhalt hat. Ich berufe mich, das gilt auch für die Wirtschaft, auf den meines Erachtens grössten Ökonom der Welt, den ich kenne. Er ist jetzt gestorben. Nobelpreisträger. Der Sprecher vom Weltfreihandel. Man hat ihm den Neoliberalist gesagt und Globalist und was er sage, er war für den Freihandel. Aber der hat gesagt, er könnte alles dem Freihandel unterstellen, aber auf jeden Fall Personen nicht. Personen nicht. Das dürfen wir nicht machen, Personenfreizügigkeit geht nie. Eventuell gehen sie, wenn man einen Sozialstaat abschafft. Und wir haben auch derige in Bern, auch in unserer Reihe, die gesagt haben, ja, das kann man schon machen, aber dann müssen wir halt den Sozialstaat abschaffen. Da habe ich gesagt, gut, man macht das zuerst. Ja, so eine Illusion da. Ich meine, ich bin auch für Gedankenfreiheit, aber ja, ja, es muss bei den Gedanken bleiben. Und das müssen wir machen. Jetzt werden Sie fragen, ja, was nützt es, wenn wir dann dem auch gut zustimmen? Und es wieder nicht machen, dann bleibt halt nichts anderes. Und dann müssen wir sagen, dann sind die Wahlen 2019. Meine Damen und Herren, dann müssen die Leute abgewählt worden. Dann ist die Wahlfrage, wenn der Demokratiefreund oder wenn der Demokratie findet. Oder die Leute, die hier in Bern sind, die toten Gräber der Schweiz, müssen verschwinden und abgewählt werden. Da gibt es nichts anderes. Viele sagen, ja, das ist bitter, aber das ist der Sinn der Wahlen, nämlich das Personal dort anzutun, wo sie das machen, wo sie müssen. Also ich bin Unternehmer. Aber wenn sich einen anstellen lässt und den Zapfen überkommt und arbeitet und er macht das Gegenteil von dem, was er muss, dann sage ich nicht, der kann es nicht wegwählen. Nein, der muss lassen. Nein, es ist auch ein Anständiger. Nein, ist ja noch nett. Nein, man kann gut reden mit ihm. Er muss machen, was man muss und die machen es nicht mehr.
Und jetzt haben die natürlich Mainstream-Medien und Staatsfernsehen und alles auf ihrer Seite, wo die decken von morgen bis zum Abend. Aber mit der Zeit merkt das Volk. Und wissen Sie, wir sind nicht umsonst die stärkste Partei geworden in der Schweiz. So einer, der man so verunglimpft, kann ja gar nicht zur stärksten Partei werden. Aber wissen Sie, die ganze Sache hat einen Unterbau. Über die Weihnachtszeit ist mir in die Hände gekommen, noch ein Büchlein da aus dem freisinnigen NZZ-Verlag. Er trägt noch fast einen wissenschaftlichen Titel. Reformbedürftige Volksinitiative. Es geht um Reform. Nicht etwa um Abschaffung. Reform. Herausgeber Georg Kreis. Ehemaliger Präsident der Rassismuskommission, das ist der, der zu seiner Zeit hinter jedem Schweizer Baum einen Rassist gesehen hat. Direktor vom Europa-Institut in Basel, wo das ganze Leben lang den Zapfen gab, um zu schauen, was man machen kann, dass man möglichst die Schweiz in die EU führt. Und mitgeschrieben haben an diesem Buch hier, dem wissenschaftlichen Werk, Staatsrechtsprofessoren, SP- und FDP-Politiker und ein Altbundesrichter von der CVP dürfen dreimal fragen wollen. Also ich muss Ihnen sagen, für einen Kriminalroman ist das Büchlein ein bisschen zu langweilig. Aber ein Gruselkabinett ist es dann alleweil, das kann ich Ihnen sagen. Und wie in einem rechten Gruselkabinett kommt da der Teufel vor. Müsst ihr mal schauen, wie der Teufel mit diesen Volksrechten umspringt. Mit einer skrupellosen Verachtung. Und aus dem Maul von diesen gescheiten Leuten. Also sie sagen, sie sind gescheit, sie sind ja nur studiert, aber das ist nicht das Gleiche. Da können Sie zum Beispiel den guten Ratschlag lesen. Dass man das Initiativrecht mit zusätzlichen domestizierenden Bestimmungen versehen müssen. Sie haben natürlich extra ein Fremdwort genommen, domestizieren, damit wir das Dumme nicht verstehen. Oder haben Sie das geschrieben? Und wir meinen, wir hätten dann Ehrfurcht. Aber die haben ja die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Wir sind ja ehemals eine Bauernpartei. Und ich als Bauer in der landwirtschaftlichen Schule, ich weiss doch, was das heisst, domestizieren. Das heisst, du musst die wilden Tiere nehmen und musst schauen, dass Haustiere werden. Das ist der Zweck der Übung. So irgendeinen undisziplinierten Affe oder eine blutrünstige Hyäne musst du mit. Ja? Und jetzt kommt der Kreis und sagt, wir müssen uns domestizieren für die Volksinitiative. Bravo, danke vielmals. Aber da muss ich Ihnen sagen, wir sind denn so wilde Tiere, wir lassen uns auch von einem Kreis nicht domestizieren. Er hält ganz bedauernd fest in dem Buch, ja, jetzt gibt es halt das Volkrecht. Jetzt muss man halt damit leben. Aber es wird leider immer hemmungsloser gebraucht, weil wir Initiativen gemacht haben, die das Volk angenommen hat. Weil wir eben noch nicht domestiziert sind, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt ein ganz guter Vorschlag, nicht? Die sind ja, die forschen und die schauen, was kann man machen, damit man endlich die uns domestizieren kann und damit die Volksinitiative nicht so missbraucht wird. Und was sagt er? Ja, man könnte die Unterschriftenzahl verdoppeln oder noch besser von 100'000 auf 600'000 gut tun und gleichzeitig noch die Sammelfrist halbieren. Ganz ein guter Vorschlag. Er weiss natürlich, es gibt keine Volksinitiative mehr, das will er natürlich auch. Jetzt weiss ich, warum die so lange studiert haben. Ein vernünftiger Mensch käme nie auf so eine Idee. Und dann ist der Professor ist noch Mitglied von der Freisinnigen Partei. Von dieser Partei, die eine Volksinitiative machen will, eine Anti-Bürokratie-Initiative, wo da drinnen gestanden ist, da haben alle Leute können zustimmen. Da ist nichts rechts drin gestanden, aber einen guten Titel gehabt.
Die haben es in 18 Monaten nicht fertig gebracht, 100.000 Unterschriften zu sammeln. Und der andere will auf 600.000 in der halben Zeit, der Mitglied ist von dieser Partei. Aber da kann ich auch sagen, der ist noch nie, hat der noch nie eine Unterschrift gesammelt. Der weiß gar nicht, wie das geht. Der kann nur seine Artikel unterschreiben. Und was da drin steht, haben wir jetzt ja gelesen. Nein, meine Damen und Herren, wissen Sie, was läuft? Das sind die, die in Bern Demokratie helfen unterwandern. Er sagt, auch die im Parlament dürfen keine Volksinitiative mehr machen. Dabei, wir haben nur Volksinitiativen gemacht, wenn wir unterlegen sind im Rat. Sonst hätten wir es nicht gemacht. Ja, es steht noch ein Haufen da rein. Da könnte ich noch 2 Stunden rein, so müsste ich reden. Aber der Gipfel wird am Schluss noch abgeschossen. Wird noch abgeläutet, indem sie sagen, das Völkerrecht ist dann nicht mehr einfach so ein Machwerk von Regierungsabkommen, wo Regierungen miteinander etwas geschlossen haben, da das internationale Recht. Nein, jetzt müssen sie hören. Da müssen sie sich im Maul verlaufen lassen. Das ist das internationale Recht, le droit international, das Völkerrecht, ist eine sich selbst als demokratisch begründete Ordnung. Sich selbst an sich schon ist das in sich inne demokratisch begründet. Es ist so nicht demokratisch standgekommen, hat nichts so mit der Demokratie, aber es ist sich selbst als demokratische begründete Ordnung und darum steht es über allem. Schauen Sie, wenn die Leute Macht an sich reissen oder Macht haben, kommen die in den Wortschöpfungen zu unglaublichen Ideen. Das ist auch nichts Neues. Mögen Sie sich erinnern, nach dem Zweiten Weltkrieg Ostdeutschland? Eine kommunistische Diktatur, die hat auch den Namen gehabt, Deutsche Demokratische Republik. Ist ja weder eine Republik noch demokratisch gewesen. Aber die hat die Völkerrechtler, die sagen, es ist zwar undemokratisch, nein, es ist demokratisch, in sich demokratisch begründet, haben die gesagt, wir sind die Deutsche Demokratische Republik. Wir müssen schauen, das ist eben die Volkskontrolle, dass die an der Macht hocken, nicht solche Sachen verzapfen. Gegangen auf Amerika, beim Watergate, wo der Präsident Nixon seinen Verein da einen Einbruch gemacht hat, zur anderen Partei zum Zeug klauen und zu Haus kommst. Was hat der Herr Präsident gesagt? When the President does it, it's not illegal. Also ich als Präsident habe es gesagt und dann ist es recht. Aber das ist nicht so weit weg. Ich habe auch mit der grün-liberalen Nationalrat gesagt, das Durchsetzungsgesetz. Das sei Unrecht. Das sei keine Durchsetzung von dem Artikel. Hat sie gesagt, es ist vorgesehen, dass wir das umsetzen. Und wie wir es umsetzen, ist gleich, das ist Recht. Sehen Sie, wie schnell das geht, oder? Gehen wir noch weiter. Schauen Sie mal im Dritten Reich, beim Hitler. Da die führenden Staatsrechtler in Deutschland und die Richter, die sind dann relativ schnell in das neue Unrechtssystem untergeschlafen und dann gesagt, sie gerecht. Nur für die, die meinen, in der Schweiz, denen können wir es sagen, überlassen. Die passen sich dann an in Windeseilen, weil sie natürlich auch merken, wenn ich mich nicht anpasse, bin ich es nicht mehr. Aber auf den Posten verzichten sie nicht und auf den Zapfen auch nicht. Einer der führendsten von denen, Gescheidenkeib, Karl Schmidt, hat, wo man ihm gesagt hat, aber sieh, das ist doch Unrecht, was der Hitler macht, die Diktatur. Der Führer, der verletzt doch dauernd die Rechtsordnung. Hat der gesagt, der Führer schützt das Recht. Was er schützt, ist Recht. Ja, so schnell geht's. Schauen Sie, meine Damen und Herren, und was steht in dem Büchlein, da, in dem Superbüchlein, da, in dem Gruselkabinett da? Man müsse verhindern, dass in der Schweiz
der Bürger tyrannische Entscheide fällt. Ja, jetzt sind auf einmal wir Tyrannen. Ja, die müssen schauen, als Tyrannen, dass wir kein tyrannisches... Ja, es wird uferlos. Und die Richter sollten dann Garanten sein und man sollte sie eben mehr können anrufen, sagen die, als demokratische Instanz. Wahrscheinlich die gleichen Richter, die entschieden haben, wir dürfen jetzt internationale Recht über das Landesrecht einstülpen. Nein, meine Damen und Herren, Sie sehen, wir haben noch einen Haufen zu tun. Wir haben einen Haufen zu tun. Und das kommt alles aus diesen Universitäten raus. In einem der Entwürfe meiner Rede habe ich geschrieben, also das sind nicht, das sind alles gescheite, sogenannte gescheite Leute mit Titel aus der Universität, Akademiker. Das sind nicht einfach Dorftrottel. Dann habe ich die Rede meiner Frau gegeben, gibt es aber meiner Frau zu korrigieren. Sie ist Lehrerin und sie ist sehr kritisch, vor allem mit mir. Dann nachher, ja, hat sie ein gutes Gefühl. Dann hat sie mir rausgestrichen, sie sind keine Dorftrottel. Dann habe ich gefragt, was ist denn da jetzt wieder nicht recht? Wieso hast du das gestrichen? Ist das grob? Wissen Sie, was sie gesagt hat? Aber sie hat gesagt, ich darf es da nicht sagen. Nein, dann müssen Sie nicht weiter erzählen. Wissen Sie, was sie gesagt hat? Ja, es ist falsch, das sind ja Dorftrottel. Ich habe mich jetzt getraut, das zu sagen, das ist ein bisschen weiter weg. Meine Damen und Herren, 2017, was müssen wir machen? Wir sind eine Partei, wir haben einen Auftrag. Und ein grosser Teil der Bevölkerung ist empört, zornig, aufgebracht, dass wir Leute in Bern, die das Gegenteil machen von dem, was sie müssen. 2017 müssen wir die Entmachtung vom verfassungsmäßigen Souverän verhindern, mit jedem Mittel, an jedem Ort. Wir sind gefordert. Es darf kein institutionelles Rahmenabkommen geben, wo die direkte Demokratie, sage es nochmal, an den Dreierwinnerwand abschafft und fremde Richter zulässt. 2017 darf keine Chance geben für die RASA-Initiative, die das wieder vernichten will, was das Volk beschlossen hat. Und der Bundesrat macht noch einen schlauen Gegenvorschlag und sagt, nein, lasst die Artikel nur in der Verfassung sein, die das Volk beschlossen hat. Aber wir schreiben dann hinten an, vorbehältlich sind internationale Verträge. Das kommt nicht in Frage, meine Damen und Herren. Der Vorrang vom internationalen Recht. Den Vorrang vom internationalen Recht müssen wir unterbinden. Darum muss man schauen, dass wir die Selbstbestimmungsinitiative durchbringen. Und 2017 müssen wir dafür sorgen, dass Personenfreizügigkeit für alle Mal verboten wird. Und meine Damen und Herren, eine Säule der Verfassung ist dann die freie Marktwirtschaft. Für die schaut da niemand mehr. Jetzt machen sie eine Energiestrategie, Verstaatlichung der ganzen Energie, wo der Staat alles in die Töpfe nimmt, und macht eine Energiestrategie mit dem Energiegesetz mit Ausgaben von 150 bis 200 Milliarden. Sieh, das ist dreimal der Bundeshaushalt. He? Und dann fragst du bescheiden, ja, wer soll denn das zahlen? Als wir junge Burschen waren, haben wir an mich gesungen, wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Wir haben es nicht bestellt und so weiter. Wer hat so viel? Pinke, pinke. Vor einer Woche habe ich an der Delegiertenversammlung, dass man ein bisschen sieht, dass man die Frage mehr stellen sollte, haben wir das dann gesungen. Dort sind ein Haufen Delegierte gekommen, die haben gesagt, also das müssen wir dann auch im Albisgütli. Ja? Jawohl. Und darum, meine Damen und Herren, da bin ich schon dafür, dass die 1250 das singen. Aber laut, dass es von Leuten hat, dann gehört, meine Damen und Herren. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld?
viel Geld. Der Bürger soll's bezahlen. Wer hat's nicht bestellt? Man nahm in alle Pinke-Picke, drum zahlen wir kein Geld. Nochmal die letzte Strophe. Wer soll's bezahlen? Er hat's nicht bestellt. Man nahm ihm alle Pinke-Picke, drum zahlen wir kein Geld. Wissen Sie, warum wir das singen müssen? Ich habe die Redezeit um 3 Minuten überschritten. Da muss ich halt den Rest einmal singen. Schauen Sie, der Widerstand ist zwingend, meine Damen und Herren. Die SVP ist leider noch die einzige Partei, muss ich noch einmal sagen, die für die bewährte, freiheitliche, erfolgreiche Schweiz eintritt. Packen wir es an im 2017. Wir brauchen wieder mehr Demokratie, Freunde. Statt Demokratie findet und Totengräber der Schweiz haben nichts zu suchen. Wenn wir das anbringen, dann kommt es gut. Dann ist das für das kleine, schöne, freiheitliche Land der grosse Segen. Dann geht es dem Land auch in Zukunft gut. Das ist das Erfolgsrezept, meine Damen und Herren. Schaut doch nicht an das Bürokratenzeug, was da in diesen grossen Organisationen gemacht und geschwätzt wird. Das ist etwas für Davos, oder? Und in Davos habe ich gehört, da haben sie gesagt, ja, wie schlimm, dass es sei, mit der, was wir machen. Die Globalisierung wird nicht verstanden und das Volksrecht nicht. Und die Leute, und die haben hindurch, haben die Leute zu kurz gekommen und sie kommen nicht raus und Populisten kommen. Aber wenn sie genau zuhören, sagen die dann nur, was sollen wir machen, dass wir wieder gewählt werden können? Sie wollen die Sorgen der Leute gar nicht wahrnehmen. Und im Nebenzahl nebendran hat von Leuten geredet. Und hat gesagt, wir haben es halt gut in der Schweiz. Wir haben den Graben nicht zwischen den Eliten und dem Volk. Wir haben eben die direkte Demokratie. Aber sie hat es nicht da den Bürgern gesagt, sie hat es dort den Eliten gesagt, oder? Das nützt nichts. Nachher warten sie dort oben weg auf Bern ins Bundeshaus und sagen, jetzt müssen wir das Volksrecht schließen. Nein, meine Damen und Herren, wenn wir das machen, kommt es gut raus. Und dann können wir getrost können wir sagen, vive la Schweizera, vive la Suisse, es lebe die Schweiz, meine Damen und Herren.